Auch die leibliche Mutter von Tobias verkehrt hier. Die Tosa-Klausel, heute ein Lagerraum. Hier soll der 5-jährige Tobias den Gästen zum Sex angeboten worden sein. Als er endlich eine Pflegemutter fand, musste, das ist der Verdacht der Polizei, ein anderes Kind ihn ersetzen. Pascal. Ist Pascal hier vielleicht ermordet worden? Liegt in der Tosa-Klause der Schlüssel zum Fall Pascal? Der Name Tosa-Klause war so plötzlich Realität, dass ich das gar nicht einsortieren konnte. Also ich weiß das auch noch ganz genau. Ich habe samstags abends da die Treppe geputzt und dann kam ein Anruf, wie so oft von der Kripo, ja, sie kommen noch vorbei, sie hätten neue Erkenntnisse. Gut, das hört sich zwar komisch an, aber irgendwie gewöhnt man sich auch an so eine Situation. Das ist so, als wenn ständig eine Spinne in der Ecke sitzt. Man weiß, sie ist da, man kann nichts dagegen machen. Sie sitzt einfach nur da, man kann sie nicht wegmachen. Und man lebt mit dieser Spinne. In dieser kleinen Kammer soll Pascal von 5 Männern vergewaltigt worden sein, bis er tot war. Die Beschreibungen seines Todes sind so grauenhaft, dass Ermittler Vernehmungen abbrechen müssen, weil sie es nicht mehr aushalten. Sie sind mit Verdächtigen konfrontiert, für die ein Kind nicht den geringsten Wert zu haben scheint. Sex mit einem Kind, ein paar Striche auf dem Bierdeckel. Ist die Tosa-Klause womöglich das Zentrum einer Kinderschänderbande? Dreizehn Gäste der heruntergekommenen Kneipe werden verhaftet. 3 Frauen und 10 Männer. Wer sind diese Menschen? Sind es Monster? Es sind Menschen am untersten Rand der Gesellschaft, die in der Tosa-Klause einen Ort gefunden haben, an dem sie unter sich sein konnten. Wo niemand sie verachtet, weil sie keinen Beruf haben. Wo es egal ist, dass der Alkohol sie zerstört oder ihre geringe Intelligenz sie vollkommen abhängig macht von einem Menschen. Christa W. Hochintelligent, Chefin an Jugendgerichten, Polizeiinformantin. Die Spinne im Netz, so wird sie der Staatsanwalt nennen. Christa W. ist die Wirtin der Tosa-Klause. Es ist ein Ort des Schreckens zunächst einmal. Und der soll nun, dem traut man auch zu, dass hier etwas ganz, ganz Schreckliches passiert ist. Und wo ist da das Tröstliche an diesem Ort? Wo ist da der positive Kern? Das unschuldige Kind vielleicht. Und das wird aber auch wieder Opfer. Und insofern ist das ja fast etwas Märchenhaftes. Da kommt ein unschuldiges Kind in eine Umgebung von Gewalt und Zerstörung und verschwindet dann. Es löst sich scheinbar in nichts auf und ist auch nicht mehr da. Als in der Öffentlichkeit durchgesickert war, was in dieser furchtbaren Kneipe passiert sein soll, machte sich ein kleines Kind aus Burbach auf den Weg zur Tosa-Klause. Es hatte ein Bild gemalt, das es an diesen Ort des Schreckens legen wollte. In seiner Kinderschrift hat es auf das Bild geschrieben: Lieber Pascal, ich denke jeden Tag an dich. Ich bin selbst noch klein. Ja, er kannte den Pascal und er hat auch sehr darum getrauert. Er fing dann auch furchtbar an zu trauern darüber. Und es gab ja auch, nach dem Geständnis war ja alles in den Medien ganz groß. Und also ich konnte ihn gar nicht schützen davor. Und er hat sogar ein Foto von Pascal dann an sein Bett gehängt und für Pascal gebetet. Und ja, ihm gewünscht, dass er im Himmel in Ruhe schlafen darf. Und es gab leider auch Momente, wo er dann auch gesagt hat, dass auch er gerne im Himmel in Ruhe schlafen würde. Was aber genau ist in der Tosa-Klause geschehen? Wie ist Pascal gestorben? Um das zweifelsfrei herauszufinden, greift die Polizei zu einem ungewöhnlichen Mittel. In einer Halle baut sie den Tatort detailgetreu nach.
Die Täter sollen hier Punkt für Punkt schildern, was an jenem Kirmessonntag passiert ist. Kameras halten das Geschehen in den Kulissen der Tosa Klause fest. Esther Fehrer gehört zu den wenigen, die dieses Polizeivideo in der späteren Gerichtsverhandlung gesehen haben. Es ist ein Dokument, das nicht nur Geständnisse zeigt, sondern auch, wie die Polizei alles versucht, den Mord an Pascal aufzuklären. Es ist sehr, sehr schwer und offenbar auch für die Personen, die dann professionell, beruflich als Ermittler damit zu tun haben oder später als Staatsanwälte, als Richter, es ist sehr schwer, hier jene Relation zwischen der Nähe zu dem Geschehen, aber auch der professionellen Distanz und der Neutralität, die bei der Wahrheitsfindung erforderlich ist, zu finden. Weil man eben so aufgewühlt ist, so ratlos ist, so verzweifelt ist und gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Die sind nicht wie ich, die gehören auch nicht zu der menschlichen Gesellschaft, die sind anders. Das sind Monster, das sind Sexbestien, das sind quasi Tiere, sexuelle Raubtiere. Und sofern man dieses Etikett drüber stülpen kann, kann man sich natürlich wieder zurücklehnen, immer noch Mitleid mit dem Opfer haben, aber sich nicht weiter mit der Frage befassen, gibt es Ursachen, die etwas mit mir, mit unserer allgemeinen Eigeneinstellung zu Sexualität, zum Umgang mit Personen zu tun haben. All diese Fragen brauchen dann gar nicht mehr gestellt werden, weil es sind ja Monster, es sind ja andere Wesen und man hat das Ganze abgespaltet. Wird das Polizeivideo Licht in den Fall bringen? Für Esther Fehrer war es nicht einfach, im Gericht mit anzusehen, wie die leibliche Mutter ihres Pflegekindes in diesem Video die Tat schildert. Wie auf einer Bühne arrangiert Andrea M. zunächst die Szene in der nachgebauten Tosa Klause, wo die Musikbox gestanden hat, wo der Zigarettenautomat hing, welcher der Angeklagten sich wo aufgehalten hat. Stand dort. Andrea M. weiß, was man von ihr erwartet. Ihre Anweisungen und Schilderungen sind klar und präzise. Das eigentlich ist schon erstaunlich, wird sie doch später im Prozess als geistig eingeschränkt beschrieben. Sie weiß auch noch genau, wo Pascal gesessen hat, um etwas zu trinken. Andrea M., fünffache Mutter, Väter meistens unbekannt, Tochter einer Prostituierten, die erleben musste, wie ihre Mutter ermordet wurde. Diese Frau hatte in ihrem Leben nie einen Halt. Erst in der Tosa-Klause und bei Christa W. fand sie eine Zuflucht. Jetzt schildert sie, was in dieser Tosa-Klause am 30. September 2001 geschehen ist. Das wirkte auf mich schon sehr, in welcher Selbstverständlichkeit sie die einzelnen Schritte, wie sie die beschrieben hat, auch so ihre geringe Emotionalität, wie sie einfach das so und so gemacht hat, das fand ich schon, ja, das hat mich natürlich schon erschreckt, aber auf der einen Seite aber auch nicht so sehr erstaunt, weil ich habe sie ja persönlich auch kennengelernt in Gesprächen und von daher. Aus dem Verhörprotokoll. Kommissar, bis zu welchem Zeitpunkt haben Sie ihn festgehalten? Andrea M., ich habe ihn kurzzeitig losgelassen noch. Da hat er sich noch gewehrt und da habe ich ihn noch mal festgehalten. Kommissar, wie geht das jetzt weiter? Da war der Martin fertig. Was macht der Martin dann? Geht runter. Ich lasse den Pascal auch los. Fast zeitgleich? Ja, steh dann auf und dann merke ich, dass er nicht mehr atmet. Wie haben Sie das denn gemerkt? Man sieht, wenn jemand atmet. Erklären Sie mir mal bitte, wenn man das sieht. Also das geht hoch und runter. Das war nicht mehr. Da bin ich erschrocken. Andrea M. beschreibt weiter, wie sie die Leiche in einen blauen Müllsack gesteckt hat.
Noch am selben Abend sollen Christa W. gemeinsam mit einem weiteren Angeklagten und Andrea M. im Auto der Tosa-Wirtin den Müllsack zu einer nahegelegenen französischen Kiesgrube gebracht haben. Dort habe der Angeklagte Dieter S. ein Loch gegraben, die Leiche hineingelegt und das Loch wieder zugeschüttet. Ist das der Durchbruch? Wird mit dem Geständnis der Andrea M. jetzt endlich auch die Leiche von Pascal gefunden, 2 Jahre nach seinem rätselhaften Verschwinden? Wieder gibt es ein großes Polizeiaufgebot im Fall Pascal. Leichenspürhunde, französische Polizisten, deutsche Polizisten. Das Medienecho ist enorm. Eine Spur, die nach Frankreich führt. Was alles noch wird der Fall Pascal ans Licht bringen? Aber nichts wird in dem weitläufigen Gelände der Kiesgrube gefunden. Nicht die geringste Spur von Pascal. Ja, auf der einen Seite hatte man das Gefühl, aha, jetzt geht's endlich mal, jetzt geht's ein Stück weiter, jetzt werden wir einen Pascal finden, egal wie. Dann hat man aber wenigstens mal eine Antwort. Weil sonst war es ja immer so, er ist verschwunden, man lebt damit, man fragt sich ständig, was ist passiert, wo ist er, lebt er noch? Und bekommt keine Antwort darauf und dann hat man die Antwort und kann nichts damit anfangen. Gar nichts. Wenige Jahre vor Pascal ist schon einmal ein Kind aus Burbach verschwunden. Seine Leiche wurde in der Nähe der französischen Kiesgrube gefunden. Es gab einen Tipp, dass dieses Kind an einen französischen Pädophilenring verkauft worden sei. Der Hinweis kam von der Wirtin der Tosa-Klause, Christa W. Steckt hinter dem Fall Pascal vielleicht sogar ein internationaler Pornoring? Bei Tötungsverbrechen, bei Kindesmissbrauch ist das eher Legende, die Annahme, dass es da so große Ringe gibt. Das war ja auch bei den Wormser oder Mainzer Prozessen so eine Unterstellung, dass es hier Kinderpornoringe größeren Umfanges gab und immer mehr Personen wurden damit hineingezogen und am Ende ließ sich überhaupt nichts beweisen. Es gibt diese warnenden Beispiele, in denen der bloße Vorwurf Kindesmissbrauch zu Ermittlungen geführt hat, in denen alles falsch gelaufen ist. Das wissen auch die Polizisten im Fall Pascal. Einer der Verdächtigen, Peter S., gibt zu, am Kirmessonntag Pascal vormittags in der Tosa-Klause missbraucht zu haben. Anschließend ging er auf die Kirmes. Mit dem späteren Mord wird er nicht in Verbindung gebracht. Deshalb wird sein Verfahren abgetrennt. Obwohl seine Aussagen verworren und voller Erinnerungslücken sind, obwohl zweifelhaft ist, ob Pascal vormittags überhaupt in der Tosa-Klause war, wird mit dem geistig eingeschränkten Peter S. kurzer Prozess gemacht. Schuldig. Nach 2 Verhandlungstagen. Ich fand das Urteil und das ganze Verfahren bei dem ersten ausgelagerten Prozess, das war für mich nur Farce. Das Puppentheater.